Hier ist wieder Tesla-Fan. Heute mit einem Autotest. Und zwar ein Autotest mit meinem Bruder Holger zusammen. Wir haben diesmal uns ein Hyundai Ioniq ausgeliehen, beziehungsweise mein Bruder hat sich ein Hyundai Ioniq ausgeliehen. Seitdem er seine Solaranlage hat, prüft oder testet er vermehrt eben elektrische Fahrzeuge oder Plug-ins. Und dieses Mal hat er sich ein Hyundai Ioniq ausgeliehen. Sein Favorit ist allerdings der neue Jaguar I-Pace. Mal sehen, vielleicht kommen wir auch dazu, den einmal zu testen. Aber jetzt erstmal. Ja, heute wollen wir beide hier mal den Ioniq von Hyundai fahren. Hier ist das Fahrzeug. Man denkt, das ist klein, aber das ist gar nicht so klein. Das ist schon ein ganz schön großes Auto. Ein Mittelklassewagen. Ein Mittelklassewagen, genau. Den werden wir jetzt mal fahren. Und damit wir damit auch richtig fahren können, weil wir müssen jetzt von Wedel nach Rheinbeek, müssen wir ihn noch einmal ein klein bisschen laden. Das werden wir jetzt mal probieren. Und zwar gleich in Wedel bei der neuen Schnellladesäule. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein klein bisschen streiten, wie wir rumfahren zum Laden. Das ist ja alles immer nicht ganz so einfach mit den kleinen Brüdern hier. Ja. Hier sieht man schon mal den Innenraum und wir werden uns das gleich ein klein bisschen näher angucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn wir ganz nach Rheinbeek fahren, da werden wir dann uns das alles genauer anschauen, auch die ganzen Knöpfe hier. Es sind natürlich eine ganze Menge Knöpfe, wenn man sich das anguckt. Wenn man ein Tesla fährt, ist das ein bisschen anders. Aber bei dem Renault war es meiner Meinung nach ein bisschen aufgeräumter. Der hat hier wirklich unheimlich viele Wahlmöglichkeiten, was natürlich auch heißt, dass er relativ gut ausgestattet ist als Fahrzeug. Ist sehr gut. Er hat also Sitzheizung und Belüftung, die man einstellen kann bei den Ledersitzen. Oh, Sitzbelüftung. Sitzbelüftung, sogar. Ja. Und er hat sogar die Sitzheizung auch für die hinteren Passagiere integriert. Also die haben auch eine Sitzheizung. Ach, die haben auch. Und was kostet so ein Fahrzeug jetzt? Hast du da nachgefragt? Ja, ein Premium. Das ist jetzt die Premium-Ausstattung. Das ist die höchste Ausstattung. Dann gibt das noch Style und Trend. Mhm. Und Premium kostet das Fahrzeug rund 38.000. Und dann ist da im Grunde genommen eigentlich alles drin, bis auf ein Schiebedach. Ja, das ist jetzt die Frage, ob man ein Schiebedach haben möchte. Also der hat auch Lenkradheizung, also im Winter kannst du das Lenkrad beheizen. Oh, Lenkradheizung, ja. Hast du das mal probiert? Ja. Und? Gut. Dann hat er eine Wärmepumpe ab der Ausstattung Style, die natürlich sehr wichtig ist, um noch effizienter zu fahren und Energie zu sparen. Das hat er nämlich in der Grundausstattung Trend nicht, die Wärmepumpe. Und insofern würde ich auch immer empfehlen, das Fahrzeug mindestens ab Style-Ausstattung zu bestellen mit der Wärmepumpe. Also ich finde ja, ich bin ja immer dafür, wenn man schon das, weil auch mit den Sitzen, Ledersitzen und der Belüftung und den und solchen Sachen, das ganz schön bei Premium erst drin. Ganz genau, also Leder ist bei Premium drin, die sind auch elektrisch einstellbar und ich glaube mit Memory-Funktion auch für zwei Fahrer, die man dann einstellen kann. Und der Wagen fährt auch, wie eben ein schönes Elektroauto so ist, schön ruhig, ne? Ja. Und hast du mal so ein klein bisschen, da können wir nachher ja nochmal testen, so einmal so ein klein bisschen Gas oder sowas gegeben, wie der zieht? Ja, der hat auch drei unterschiedliche Drive-Modis. Einmal den Eco-Mode, wo drin ich jetzt fahre. Dann ist auch das Display, hier das Digital-Display, grünlich gestaltet. Ach so, dann geht das auf grün. Genau. Ja. So, und dann gibt das noch einen Normal-Modi und dann gibt das einen Sport-Modi. Ah. Und das hast du mal ausprobiert, das Sport-Modi? Ja, also es ist auch schon, also die Beschleunigung im Sport-Modi, da merkt man dann wieder den Unterschied vom Verbrenner zum Elektromobil. Ja. Und das, obwohl der nun nicht, das ist ja nun kein Auto, wo ich sage, das ist ein absolutes Sportauto, der hat ja eine Gesamtleistung von 120 PS. Aber es ist eben ein Auto, wo, wenn man jetzt so mitfährt, man kann da wirklich ganz wunderbar und entspannt im Stadtzyklus, Autobahn, sehr gut fahren. Hat man jetzt auf Eco-Modi gestellt, dann ist auf der Autobahn auch erstmal die
maximale Geschwindigkeit immer gedeckelt auf 120. Ah. Also dann könnte man, wenn man wollte, versuchen, doller drauf zu treten. Mehr fährt er dann nicht. Wenn man denn aber durchtritt, weil man jemanden überholen muss in dem Geschwindigkeitsmodus, dann schaltet er auf dem nächsten Modi, dass man dann auch trotzdem überholen kann. Also das macht er auch. Ja. Er hat ein Abstands... Regelsystem, das heißt Tempomat mit adaptiven Abstandswarner. Also man kann die Geschwindigkeit einstellen, er hält immer die Abstände. Und zusätzlich hat er eine Fahrbahnerkennung, sodass man teilautonomes Fahren praktizieren kann. Das heißt, wenn denn links und rechts Fahrbahnstreifen sind, dann erkennt er das Radar das. Und dann kann man für ungefähr eine Minute das Lenkrad ganz loslassen und dann lenkt er automatisch. Das ist also gerade, wenn man auf Landstraßen oder Autobahnen fährt, wo man dann in eine Kolonne fährt oder wenn man im Stau fährt, sind solche Sachen natürlich super. Ja, ne? Also genau. Gerade wenn du so im Stau stehst, möchtest du ja nicht immer den Steuermann hier machen. Lässt ihn lieber alleine steuern, würde ich sagen. Gut, okay, dann gucken wir mal. Wir müssen jetzt einmal hin zu Famila. Dort ist ja die neue Schnellladesäule hier in Wedel. Da werden wir ein klein bisschen Energie zubauen. Wir haben jetzt 85 Kilometer hier noch Restreichweite. Und wenn man hier so guckt, dann sieht man da die Kilometerreichweite. Ah, guck mal, da zeigt er dir an. Wo? In 850 ja. Metern ist eine Ladestation. Ja. Das finde ich ja cool. Dann kann man da drauf tippen. Also das ist sehr eben intuitiv und dann sagt er eben, welche Straße, welche Ladesäule. Oh super, das ist ja klasse. Also das muss ich schon sagen, das ist gut gemacht. Also ja. Wirklich, der hat Apple CarPlay und hat auch Android CarPlay. Das heißt, die Apps, die man auf den Telefonen hat, die werden dann 1:1 gespiegelt, hier mit USB-Anbindung. Super. So, dass man dann eben Audible oder Spotify, was auch immer, direkt auf dem Schirm hier hat. Ja, das ist ja klasse. Also eigentlich bleiben da kaum Wünsche übrig. Das Einzige, was eben diesem Auto fehlt, und das ist sicherlich etwas, was vielleicht so den Technikaffin immer begeistert, dass man eben nicht vom Handy aus sehen kann, wie ist nun der Ladezustand, oder ich könnte ihn auch nicht vom Handy aus vorheizen. Das geht nicht. Ich kann hier zwar einstellen, dass er vorheizt, aber dann muss ich eben ins Auto gehen und das dann eben per Timer einstellen. Und gut, ich habe da mal in den Foren ein bisschen gelesen. Gut möglich, dass das noch nachgerüstet wird, weil eben doch fast alle anderen Elektromobile diesen Service haben, dass man über die heutigen Smartphones eben einsehen kann. Ah, gut. Dafür finde ich, was ganz gut ist, hier vorne, das kann man, wenn wir nachher aussteigen, da sind so drei Leuchten, die kann man von draußen gut sehen. Ah ja. Da kann man, genau, da kann man denn den Ladezustand von außen immer sehr gut sehen. Ah, sehr gut. Ja, wenn man sieht jetzt, da ist solch weißes Schild mit Stadtwerke. Ja. Und da steht auch der Preis dran, was ich auch sehr super finde, dass das sozusagen wie bei einer Tankstelle eben auch dort der Preis angezeigt wird. 37,4. Ja. 37,4 ist nun nicht unbedingt super günstig. Andererseits ist es eine Schnellladesäule und die nutzt man ja hauptsächlich dann, wenn man schnell eben mal ein bisschen nachladen möchte. Dann wollen wir gleich mal sehen und wollen wir da mal anschließen, probieren wir gleich mal das Auto zu laden. Also zum Thema Laden, da ist hier noch zu sagen, das Auto kann über CCS geladen werden. Und wenn man dann tatsächlich eine Schnellladesäule hätte, die dann vielleicht sogar auch 100 kW laden könnte, musst du rückwärts reinfahren. Das ist so ein bisschen dämlich, weil die so schräg sind. Aber da hatte ich mit den Stadtwerken schon gesprochen. Und die haben eben gesagt, ja, das wurde ihnen so vorgegeben. Sie konnten das nicht ändern und mussten das annehmen, wie das vom Prinzip her ihnen vorgegeben worden ist. Dann wollen wir mal gucken, wie wir da jetzt gleich rankommen. Wir mussten hier schon mal jemanden von den Stadtwerken bestellen, weil das Auto sich nicht mehr entkoppeln ließ von der Ladesäule. Das ist natürlich auch gut, das funktioniert hervorragend. Also diese Bildführung geht sehr gut. Jetzt muss man hier parken.
So, mal gucken. Hier ist Dings für Reibkleider, ne? Du brauchst kein Kabel. Du brauchst kein Kabel. So. So, wo ist deine Ladebox? Habe ich schon auf. Ja, lass mich mal dahin gehen zur Ladebox. So, wir gucken uns gleich das Auto an, wenn wir hier stehen. Die Ladebox ist dort. So, beide weg. Ja. Dann kannst du jetzt den greifen, die große. Nee, den nicht. Den anderen. Den? Ja. Den und den steckst du jetzt da rein, den Vogel. Genau. Zack. Das ist schon eine mächtige Pistole, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir doch hier. Halt, nicht, dass ich das verliere. So, jetzt haben wir hier unsere ganzen Karten, habe ich extra mitgenommen. Da halten wir jetzt hier gegen diese Lade, wenn Autorisierung läuft. Und dann sieht man, erfolgreich, zack, Stecker einstecken und, ja, hat er noch nicht. Musst du den, kannst du den nochmal, oder einmal raus, oder lädt er schon? Entnehmen. Ja, geh mal, steck da noch mal rein. Vielleicht darf man erst entnehmen. Einen Stecker entnehmen, ja. Den. Jetzt ist fest. Okay, jetzt wahrscheinlich. Ja. Ja. Ah, jetzt. Vielleicht. Ah, jetzt. Fahrzeug angeschlossen. So geht das. Jetzt wird der Ladevorgang vorbereitet. Das sieht man hier dran. Ja. Und also es bedeutet, man sollte abwarten und erst den Stecker rausnehmen, wenn man dazu aufgefordert wird. Gut, dann kann man jetzt sehen hier, kann man irgendwo hier sehen, dass er lädt, dass eine Farbe dort ist? Nee, es gibt so ein Geräusch, aber das kann man jetzt hier nicht hören. Aber man kann drinnen natürlich sehen, dass er lädt. Wenn du jetzt die Tür aufmachst. Müsste er an sich ja irgendwo anzeigen, dass er... Warte mal, das muss er dann zu dem Display gehen. Ja. Doch da, Ladezeit. Ladezeit. Verbleibende Ladezeit 24 Minuten, dann wäre er voll. So, das heißt also, wenn man in 24 Minuten hat der Wagen 100 Kilometer hier nachgeladen. Das ist doch gar keine schlechte Ladezeit, die wir haben. So, so. Ja, diese Schnellladesäule hier hat 50 kW und... Ja, man hat mal an sich relativ einfach, das anzuschließen. Der Wagen hat jetzt, wie viel hattest du ihn abgeholt? Was war der da? Wie viel Kilometer? Ich hatte ihn abgeholt, da hatte er 128 Kilometer Reichweite. Und jetzt waren wir bei 88 Kilometer Reichweite noch. Ah ja, und wie viel Kilometer bist du gefahren? Weißt du, hast du darauf geachtet? Nee, leider nicht. So, jetzt gucken wir uns doch mal an. Wir hatten ja letztes Mal beim Clio... Nee, Zoe. Fast dasselbe. Beim letzten Mal beim Zoe hatten wir das ja so gemacht, dass Holger sich vorne reingesetzt hatte und dann auch mal hinten reingesetzt hat. Jetzt wollen wir das natürlich hier auch mal sehen. Ja, genau, also der Sitz ist ja schon eingestellt. Genau. Ah, Kaffee Crema, das ist natürlich gut. War im Angebot. War im Angebot, ausgezeichnet. Im Angebot ist immer gut. Naja, also, was sagen Sie, Herr Fenn? Ja, also die sehr gute Aerodynamik des Fahrzeugs führt dazu, dass das Dach hinten relativ stark abfällt. Und bis kommst du oben gegen? Ich komm oben gegen. Ah, das ist natürlich, also... Also für Leute, die über 1,90 groß sind, wird das hier von der Höhe her problematisch. Ja. Aber ich sag mal, alle bis maximal 1,85 können hier sitzen. Ja, siehst du, dann können wir doch, kannst du doch mal halten, dann setze ich mich jetzt mal dahinter. Ja, warte mal. Ich muss mal wieder rauskommen hier. Ja, soll ich den Schuh anziehen holen? Ja. Ja. So einfach so halten. Ja. So. Mal gucken. Aber das kommt natürlich auch darauf an, wenn man so ein bisschen geschmeidiger ist, so wie ich. Ja, ja. Geht das natürlich auch alles viel besser. Ja, also für mich, ey, guck mal, ich bin 1,87 und ich kann hier... Ja. Kann hier an sich sitzen. Also das ist, du bist jetzt mit 1,92 natürlich oder 1,91? 1,92. 1,92, na gut, okay, bei 1,92 mit 1,91 hätte es doch gepasst. Ja, ansonsten sind die Sitze hier sehr schön. Gefällt mir sehr gut.
Da können wir ja mal reingucken. Also in die Verarbeitung und sowas sieht an sich sehr schön aus. Hier, wie das alles so gemacht ist. Ja, um das Grau, das ist natürlich alles Geschmackssache, ob man das so ein Grau mag. Die Ausstattungslinie gibt es sonst auch. Man hat auch sonst schwarze Ledersitze, die man wählen kann. Ja, gut, das ist, also ich... Und das, was auch eben bei Premium ist, man hat ja hier überall diese Naht. Das ist so eine in goldfarbene Naht. Die ist auch hier in den Applikationen überall mit drin, auch vorne um den Bildschirm rum. Ja, dadurch sieht das so ein kleines bisschen edler aus. Genau, ne? Und diese, das verfolgt aber das gesamte Auto auch im Außenbild. Ja, Augenblick. 50 Kilometer, der verbraucht zwischen 10 bis 11 kW. Ja, 11 kW meinst du? Ja. Also ich habe jetzt, wenn ich den anderen Kollegen in den YouTube-Videos Glauben schenken darf, und da habe ich nun einige drüber verfolgt, die haben im Schnitt irgendwo so um die 11 kW verbraucht. 11 kW ist ja eine gute, das ist ein sehr guter Wert. Guter Wert, ne? Also offensichtlich ist er ist eben auch von der Aerodynamik extrem extrem gut, ne? Und er ist nicht ganz so schwer wie so ein Tesla oder so etwas. So, und das sind diese Applikationen, hier sieht man auch, hier ist auch wieder dieser, findet sich wieder dieser goldene Streifen. Ja. Das Ganze ist dann auch selbst in den Scheinwerfern zu sehen. Da ist auch der goldene Streifen drin. Und hier die, ja. Ne? Da unten auch nochmal. So, und viele sagen eben auch, und das glaube ich auch, dadurch, dass ja hier die klassische Lüftung, die bei Benzinern immer da ist, die haben sie ja verkleidet und somit natürlich auch nochmal den Luftwiderstand deutlich. Ah ja, und man kann jetzt hier und auch da sehen, dass er lädt. Und jetzt lädt er und jetzt sieht man, dass er, er hat jetzt, und im unteren Bereich ist er geladen, genau. Und im oberen Bereich, also im mittleren Bereich lädt er jetzt gerade auch. Das ist natürlich ganz gut, wenn du jetzt am Auto kurz guckst, kannst du von außen gleich sehen, wie ist der Ladezustand. Ah, super. Na, dafür, und das ist das Manko, hat er eben leider nicht die Möglichkeit, übers Handy das einzusehen. Ja, und hier ist es denn so, die haben die wohl die Lüftungsschlitze auch so, dass die Luft hier reingleitet und dann eben entsprechend nochmal... Ja, und meistens ist es ja für Klimaanlage, Batterien oder ja, so etwas. Hier ist es einfach nur für die Aerodynamik wohl verbaut worden. Ach so, da hat man das so gemacht. Ja. Ja. Nee, schönes Auto soweit. Wir können ja mal uns innen reinsetzen. Ja, den Kofferraum können wir noch einmal schauen. Haben wir ja schon kurz reingeguckt, aber müssen wir mal gucken, ob hier nicht irgendwie... Warum habe ich hier so einen Kleidersack drin im Bauch? Ah ja. Und jetzt hast du, was ist da EV? Was ist da drin? Das ist im Grunde die normale Steckverbindung an Haushaltssteckdose. Ach, das ist da drin? Ja, genau. Und dann ist hier ist dann nochmal Zusatzfach, da kommt dann eigentlich auch schon Batterie und das ist dann hier der normale... Ach, der Typ 2. Typ 2 Stecker. Ah ja, ja, ja. Ne? Gut. Ja, aber das ist natürlich auch bei so einer Schnellladesäule ist natürlich auch immer das Charmante, dass man gar keinen Stecker rausholen muss, sondern dass man einfach das Kabel einstecken dies kann. Dies hier ist Bassmodul, also da ist so ein Soundsystem. Achso, der hat richtig eine Soundanlage drin, weil es ein Premium ist. Genau. Ja. Und dann kann man eben so hier, was ist denn, kann man so die kann man glatt runterlegen. Achso, dann ist das eine Ebene? Das ist eine Ebene und dann hätte man 1350 Liter Ladevolumen. Das ist ja schon ganz schön. Also es ist wirklich familientauglich, weil da kann man schon doch einiges verstauen. Ja, das stimmt. Gut. Dann werden wir uns jetzt noch einmal den Innenraum ein kleines bisschen anschauen, mal gucken, was wir dort so finden. Ja, so, jetzt sitzen wir hier drin und wollen uns mal den Innenraum angucken. Mein Sitz, also der Beifahrersitz, ist manuell verstellbar. Aber der andere Sitz ist eben automatisch verstellbar. Und ich weiß jetzt gar nicht, kann man da die verschiedenen Fahrer speichern? Ist das möglich? Ich meine ja, aber ich weiß jetzt nicht wie. Nee, also gut okay, da muss man sich... Ja. So, wenn wir jetzt uns einmal hier auf dieses Mittelpanel das uns angucken. Wir können ja mal das hier anmachen. So.
So, wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann hat man ja hier, wofür sind die ganzen Knöpfe? Hast du da so ein bisschen... Ja, im Grunde genommen, das ist eben auch zu Anfang eine Umgewöhnung, aber im Grunde genommen relativ simpel. Das sind die einzelnen Gänge sozusagen, die man schaltet. Das heißt D für Dauer vorwärts. Ah. P, wenn ich park, dann hat eben auch die Bremse sofort. Denn die stellt die Bremse fest. R wie rückwärts. Ja. Und N wie Leerlauf sozusagen. Ah, so. Also das bedeutet, man hat dann nicht irgendwie eine Schaltung mehr, sondern es ist einfach nur noch ein Knopf, den man drückt. Braucht man ja an sich auch. Nee. Also, und schalten selbst. Du hast so eine Pedals. Hast du da mal was mit probiert? Ja, genau. Die Pedals sind nicht, wie man denkt, im klassischen Benziner eben für Schaltvorgänge gedacht, sondern für die Rekuperation. Ah. Und zwar kann man von 0 bis 3 in der Stärke die Rekuperation einstellen. Wählt man jetzt beispielsweise 3 in dem Pedal, dann ist das faktisch so, dass man eigentlich gar nicht mehr bremsen muss, weil dann bremst der Motor, um dann gleichzeitig aufzuladen. Ah, gut. Und so ist es natürlich ganz gut, wenn ich ganz 0, jetzt wenn ich auf 0 stelle, die Rekuperation, und man fährt beispielsweise bergab, dann kann man den Wagen so rollen lassen und verbraucht gar nichts. Ne? Ah ja, sehr gut. Sehr gut. So, und dann hat man jetzt, wenn wir jetzt hier weiter gucken, dann hat man hier hinten hat man dann die Sitzbelüftung und die Sitzheizung, die man einstellen kann. Die Drive-Modes sind dann ja, wie du schon gesagt hast, Eco, Sport und Normal. Genau. Dann hast du Auto Hold. Achso, das ist hier Bremse. Ja, wie? Ich glaube ja. Bremse. Das ist Lenkradheizung, ja. Und Warnblinklicht. Genau. Genau. Und dann hat man natürlich, kann man natürlich sagen, das ist relativ wuchtig. Man hätte das vielleicht auch etwas zierlicher machen können. Also BMW i3 beispielsweise ist ja alles leer, in Anführungsstrichen dazwischen, weil hier unter ja keine Antriebsstränge mehr laufen. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Hier sind gute Halterungen für Flaschen. Die sind nämlich auch relativ stabil gebaut. Das ist nicht so ein flapsiger Kram. Also das ist wirklich gut gemacht. Und man hat hier echt... Genau. Ohne Ende Platz und überall sind nochmal Steckdosen und hier ist nochmal ein USB-Ladeteil, das man verwenden kann. Und hier vorne sind dann eben auch nochmal zweimal 12 Volt, der USB- und AUX-Anschluss. Also das ist super, ja, gut. Und der USB ist eben dafür, dass du dein Handy dort anschließt. Ja, dann haben wir jetzt hier vorne noch die Navigation. Und du hast da eben umgeschaltet. Du kannst ja auf Fahrmodus umschalten. Ich weiß, ist nur beim Fahren möglich oder jetzt auch, dass du umschalten kannst? Achso, diese hier. Ja, da mal sehen, ob ich hier. Nee, das ist nur, wenn er dann an ist. Ja. Ah ja. So, und dann kann man hier drauf. Das ist dann. Mal sehen, macht er das auch? Nee, das macht er nur, wenn er an ist. Ja. Müssen wir, wenn wir nachher fahren, müssen wir nochmal gucken. Dann hast du hier Lüftung nur. Und Heizung nur für den Fahrer. Dann schaltet er den anderen Bereich automatisch ab, um nochmal Strom zu sparen. Ja, wenn du alleine unterwegs bist, dann brauchst du ja nicht den gesamten Raum zu heizen. Ja. Ja, dann hat man hier vorne hat man dann Klimaanlage. Genau. Frontscheibenheizung. Dann ist das Heat ist, glaube ich, das ist ja nur Heizung. Also man kann jetzt entweder Klimaanlage anmachen oder man macht nur eine Heizung an, elektrische Heizung. Oder ist das und nicht die Frontscheibe vielleicht? Müsste man noch mal gucken, ja. Ja genau, jetzt kann man, wenn man jetzt nach da vorne guckt, ich weiß gar nicht, doch da kann man sehen, da sieht man jetzt sind zwei sind jetzt schon voll ausgeleuchtet und der dritte Teil leuchtet jetzt. Ah ja. So, und jetzt sind wir bei 76%. Noch 11 Minuten verbleibende Ladezeit. 11 Minuten verbleibende Ladezeit. Also das Laden geht mit dem Wagen hier super schnell. Also das ist wirklich ruckzuck hat man das Ding aufgeladen. Achso, und was er noch hat, in den Seitenspiegeln ist praktisch ein Kollisionswarner drin. Also wenn ein Auto an einen vorbeifährt, dann blinkt das im Spiegel auf. Ah, sehr gut. Ausgezeichnet. Ja, das ist gut. Super. Ja, hier ist dann der Timer. Ich glaube, das ist wohl denn der Timer, den man... Da musst du mal selbst hin. Ja, Moment. Was sind denn... Da sind so die Knöpfe mit... Hier ist der... Da ist der Timer. Moment, ich muss mal hier... So, da.
Timer, wo man wohl einstellen kann, auch wegen Heizung oder eben auch wegen Heizung. Nämlich dann, wenn man lädt, an der Stromsteckdose ist, dann kann man wohl die Heizung einstellen und timen. Dass eben so lange, wie er dann eben extern versorgt wird, nicht die Batterie dafür in Anspruch genommen wird. Ah, gut. Ausgezeichnet. Ja, und hier ist dann nochmal der gesamte andere Bereich für Fensterheber vorne und hinten. Spiegeleinstellung links und rechts. Das kennt man aber aus den anderen Autos auch. Ja, nun habe ich dabei, wo Holger das erzählt hat, noch gesehen, wenn man jetzt hier drüben hinguckt, hier an der Seite, dann ist das so wie bei Mercedes oder anderen Fahrzeugen. Ja, genau, da ist die Sitzeinstellung. Mit der Sitzeinstellung. Dann haben wir hier noch Licht mit automatisches Licht, Abblendlicht, glaube ich sogar. Ja, genau, also das. Und man braucht nicht automatisches Wischen und verschiedene Modis dort. Hat er einen Heckscheibenwischer eigentlich? Nein, das hat er nicht. Ja, Heckscheibenwischer hat nämlich mein Tesla auch nicht. Ab und zu vermisse ich das dann. Ja, das wurde in den anderen Kollegen in YouTube mitunter ab und zu mal immer ein bisschen bedauert. Also kann man immer mal gebrauchen wohl, wenn es dann stärker regnet. Gut, ausgezeichnet. So, ich werde jetzt mal hier für die Fahrt uns fertig machen und dann werden wir uns gleich wieder melden, wenn wir losdüsen. Jetzt müssen wir als erstes Holger Nimmer? Ja. So, dann muss ich mal gucken, wo habe ich denn jetzt meinen Schnittel gelassen? Da. So, als erstes müssen wir jetzt die Karte nehmen. Die Karte, die halten wir jetzt hier so gegen. Guck mal, 13 Kilowatt hast du jetzt geladen. So, jetzt müsste an sich. Ist das jetzt fertig? Müsste man das raus. Ja. So, nimm mal hier die Kamera. Abgeschlossen. Ja. Dann muss ich hier die Nöbels wieder rein machen und die Klappe zu. So, und ab geht die Fahrt. So. Gut. Da runter oder? Nee, da musst du lang fahren. Genau. So, jetzt können wir hier drauf stehen. Genau. Ja, jetzt haben wir 162 Kilometer Reichweite. Ja, mit also 85%, 162 Kilometer Reichweite. Kann man gucken, wie die Einstellung, Ladezeiten. Ja, interessant ist natürlich, wie viel er jetzt verbraucht hätte über die letzte Zeit. Vielleicht kann man das sich angucken. Ah, da sieht man Verlauf. Ah, gut. Da kann man eben sehen, dass das unterschiedliche Verbräuche sind zwischen 15 und 20 Kilowattstunden. Das kommt natürlich darauf an, wie man fährt und welchen Mode man jetzt fährt. Und wie warm oder kalt das draußen ist. Ja. Und bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, mit 8 Grad, wird man weniger verbrauchen. Das ist gerade, wenn man unterhalb der 5 Grad kommt, sind Elektrofahrzeuge eben, dass sie mehr verbrauchen. Erkennt man allerdings auch beim Verbrenner, dass Verbrenner natürlich auch mehr verkaufen, wenn man verbrauchen will. Jetzt kann ich da ja nicht rum, ne? Nein, du kannst aber geradeaus fahren. Ja. Genau, dann können wir jetzt geradeaus fahren. Jetzt können wir den hier wieder auf Home gehen. Zack, ah ja. So, dann hast du da die ganzen Sachen. Gut, das ist an sich ein gutes Thema. Sag mal, Leute. Ja, die Leute sind immer sehr langsam unterwegs, wenn sie. Aber jetzt so, wenn wir zu gucken, wenn man normal lädt, natürlich mit 220 Volt lädt, dann dauert das schon lange, bis man so ein Fahrzeug geladen hat. Aber mit der Schnellladesäule, wir haben jetzt 80 Kilometer in 10 Minuten geladen oder so. Ja. Also das war ruckzuck, das ist fast wie tanken. Ne? Also außer, dass man natürlich sagt, okay, wenn ich getankt habe, habe ich 400 Kilometer oder 500 Kilometer, je nachdem, was für ein Fahrzeug man hat. Und ich habe keine giftigen Gase eingeatmet.
Nein, keine giftigen. Und du hast auch im Auto keine giftigen Gase. Weil wenn du jetzt erst einmal im Elektroauto gefahren bist, dann merkst du mit dem Mal, wenn du in ein anderes Fahrzeug einsteigst, dass da doch immer ein leichter Geruch drin ist. Das fällt einem sonst gar nicht auf. Das ist so wie früher mit dem, als man früher losgegangen ist in die Kneipe und hat da was gegessen oder sowas, da haben die Leute so nebenbei geraucht. Das hat einem im ersten Moment, also damals, nicht so doll gestört. Also mich zumindest nicht. Aber heutzutage, wenn das passiert, dann stört das mich schon ganz erheblich. Ne? Naja, es geht einem ja schon fast so, wenn man im Straßenverkehr als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs ist. Irgendwie ist das wie beim Zigarettenrauch, aber inzwischen stören dann ja auch schon die Abgase, die man dann immer wieder einatmet. Ja. Und was ist dein Favoriten elektrisches Auto? Mein Favorit. Dein Favorit. Allerdings nicht bezahlbar. Zumindest noch nicht. Das wäre der Jaguar I-Pace. Der hat eine 90 Kilowatt Batterie und hat eine Reichweite somit von fast 500 Kilometern. Und der sieht natürlich ganz klasse von innen aus. Also das, ja. Und auch von außen. Das ist ein ganz schickes Auto. Aber eben ab 78.000 Euro, wenn man denn wohl die entsprechenden Ausstattungsmerkmale zunimmt, ich schätze mal, dann kommt man mit Sicherheit auf knapp 90.000 wird man wohl kommen. Also das ist wohl realistisch. Insofern, das ist wirklich gehobenes Segment. Aber nun bin ich ja schon das zweite elektrische Auto Probe gefahren. Mein erstes Auto war der Renault Zoe. Gibt es auch ein Video drüber? Gibt es auch ein Video drüber. Und da muss ich sagen, man merkt zumindest die Autogröße und das Fahrverhalten. Da merkt man den Unterschied dieser beiden Autos an. Also man merkt schon, dass dies hier Mittelklasse ist. Das fährt schon wirklich so wie eine Limousine. Der Zoe ist auch toll gefahren, aber das ist dann eben eher so ein kleines Stadtauto. Von der Konzeption her auch. Das merkt man. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass man wirklich super entspannt auch längere Strecken mitfahren kann. Ja. Ja, also ich finde den vom Innenraum her schon wirklich gehoben, also so wie er ausgestattet ist. Und ist das natürlich das Premium-Modell. Ja. Also da kann man natürlich dann, ist das einfach auch schon gehobener ausgestattet. Aber es gibt, und da hatte ich mich jetzt auch informiert, es gibt wohl Anbieter auch übers Netz, wo man denn das Interesse bekunden könnte an diesem Auto. Und wie gesagt, das Premium-Auto dieser Marke kostet ja 38.000. Aber es gibt dort eben Verlinkungen, wo denn die Händler, auch dieser Händler, wo ich jetzt dieses Auto ausgeliehen habe, vielen Dank an das Autohaus Tesla in Rheinbeek. Tesla, fast wie Tesla, genau. Nur Tesla. Aha, gut. Dass man bei denen rund 14% auf den Neupreis Nachlass bekommt. So, eine Menge. Das sind fast 5.000 Euro. Und zusätzlich bekommt man ja 4.000 Euro Umweltprämie. Das heißt, so summa summarum, selbst wenn ich jetzt noch sage, ich nehme noch ein Schiebedach obendrein, habe die Vollausstattung, dann bin ich irgendwie so um 30.000 inklusive Überführung bei dem Auto. Mit diesem Wagen? Mit diesem Wagen. Wow. Das finde ich natürlich schon sehr interessant. Das ist wirklich gut. Allerdings, und das ist wieder das, wenn man sagt, ich möchte so ein Auto jetzt schnell haben, das hat das Autohaus Pesler mir auch gesagt, Lieferzeit aktuell ein Jahr. Ein Jahr? Ja, das ist ja fast wie ein Model 3. Ja. Mensch, da ist dann die Frage. Aber ich meine, für 30.000 Euro dieses Fahrzeug, ich meine, das Model 3, wenn man ihn jetzt, wenn man ihn mit Premium-Paket und sowas nimmt, nicht mal Long Range, sondern den Short Range, liegt man auch etwas über 40, dann kommt die Prämie und sowas darunter, dann ist man irgendwo so bei 36, 37 für das, also muss man schon, 37 muss man schon rechnen bei so einem Model 3. Und dieser hier mit 30.000 ist natürlich eine echte Alternative. Also das ist schon eine Preisansage, das muss man schon so sagen. Ja. Das,
Das, und war nicht im Gespräch, dass auch der Akku ein bisschen vergrößert wird? Oder war ja, das? Im Gespräch ist das in der Tat wohl. Im Moment sind das ja 28 Kilowattstunden, die als Akku verbaut sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort Hyundai vielleicht noch ein bisschen nachlegen wird. Also dass sie vielleicht sagen, wir machen vielleicht auch, wie beim Renault Zoe, vielleicht auch irgendwo um die 40 Kilowatt, die wir dann verbauen. Am besten fährst du hier rechts rum zur Elbchaussee. Ja, ja, mache ich ja. Weil nämlich die Stresemannstraße gesperrt ist. Ja, da ist nicht gebaut. Und das ist der absolute Wahnsinn dort, da durchzukommen. Ich habe da letztens gestanden, war super durchgekommen bis dahin und habe dann da 20 Minuten gebraucht, um so ein kleines Stückchen zu überwinden. Also das ist schon... Wir haben heute natürlich einen fantastischen Tag mit der Sonne hier. Und wir werden nachher schön die Elbchaussee fahren. Und da werde ich dann auch so ein paar Bilder immer mal von nebenan machen. So, jetzt. So, und jetzt fahren wir im Moment ja im Eco-Modus und jetzt drücke ich hier mal den Schalter und dann sieht man gleich auf dem Display, das Display wandelt dann von grün, das ist jetzt im Grunde genommen der Normalmodus, dann ändert sich das Display so ein bisschen und wenn ich jetzt nochmal drücke, zack, dann bin ich jetzt im Sportmodus und dann sieht man, dann hat man jetzt hier, da ist die Beschleunigungsanzeige. Oh, ja. Guck mal hier. Also geht der auch. Der kannst du ganz schön richtig Power machen. Ja. Ne? Das ist, guck mal, das merkst du schon, ne? Ja, ja. Also mit dem Verkehr mitfließen, da ist auch mehr drin, wenn du willst. Also das ist auch, kannst du auch sportlich fahren. Ja, vor allem wenn, die meiste Zeit geht man ja bei und fließt an sich mit oder fährt normal mit. Aber dann, wenn man jetzt mal will, dann kann man auch richtig Speed geben. Ja. Also das ist ja super. So, und dann kann ich gleich nochmal zeigen. Jetzt sind wir in der Rekuperationsstufe 2 hier mit den Pedals. Und wenn ich jetzt nochmal ein Pedal drücke, dann wird das auch angezeigt. Dann sagt er hier Niveau 3. Ah, da und da. Na, das ist Niveau im Grunde 3, die stärkste Rekuperation. Und wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann ist das wie Bremsen. Ja, das ist super. Ne? Also das ist, ja, das ist, das ist so bei dem BMW oder beim Tesla ist das so, da ist das fest integriert. Da hat man also eben die Rekuperation immer eine Stärke, die auch sehr stark ist, woran ich mich sehr gewöhnt habe, weil ich damit ein Pedal immer fahren kann. Aber hier hat man eben auch die Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwo rollt, kann man ihn rollen lassen. Ne? Jetzt könnte ich sagen, jetzt nehme ich mal ganz raus, die Rekuperation, jetzt geht's bergab und jetzt rollt er. Jetzt nehme ich den Berg mit. Ja, jetzt muss ich natürlich nur bremsen. Ne? Klar, jetzt muss ich nur bremsen, dann habe ich wieder Bremsverschleiß. Ja. So, nun kann man natürlich diese Rekuperationsstufen kann man entsprechend für die einzelnen Fahrmodis auch programmieren. Ah. Dass ich sage, wenn ich Eco fahre, dann möchte ich auch vielleicht die stärkste Rekuperation haben. So. Und wenn ich Sport fahre, dann will ich vielleicht eine ganz geringe Rekuperation nur haben. Das kann man vorprogrammieren. Ah, gut, okay. Und dann also, kann man es eben mit dem Pedal immer hin und her. Genau, und das kann man dann individuell noch mit dem Pedal kann man natürlich jederzeit noch wieder verändern. Ja, das ist super. Ja, das ist ja klasse. Da hat sich die Kamera bewegt vom Beschleunigen. Hervorragend, also sehr schön. So, jetzt werden wir mal einstellen die Navigation. Wir müssen ja hinfahren nach Rheinbeek. Das ist ein ganz schönes Stück. Da sieht man hier Routeninfos, Route fortsetzen. Route. Was machen wir? Route. Da kann man dann Route fortsetzen. Gibt es nicht alte Routen? Favoriten oder Ziel. Was haben wir hier? Ziel. Adresse. Letzte Ziele. Hyundai. Ah, letzte Ziele. Wo wurden letzte Ziele? Der letzte Ziele. Mhm. So, da haben wir Rheinbeker Retter. Rheinbeker Retter. Dann gehen wir auf Rheinbeker Retter und zack, haben wir den drauf. Und jetzt müssen wir Ziel festlegen. Wo, als ne? Ziel festlegen. Zack. Jetzt berechnet er das Ganze und dann sagt er uns, in 52 Minuten sind wir da. Ach du Schande. Da sind wir viel zu spät. Viel zu spät. Oh, sorry. Die Rum wird gestartet. Naja, aber vielleicht kommen wir heute ja ganz gut durch. Ja. Gerade jetzt ist freitags.
in die falsche Richtung fahren, ist an sich immer ganz gut. Wir fahren in die Stadt hinein. Die meisten Leute wollen lieber aus der Stadt heraus. Ja, genau. Dann vielleicht haben wir da Glück. Und im Moment sieht es ja danach aus. Also ja. Bisher geht es doch ganz gut. Ja, ich denke, wir werden da ein bisschen später sein. Wir werden dann auch sagen, dass uns das sehr leid tut, dass wir zu spät kommen, was auch der Fall ist. Aber wir hätten den Wagen auch lieber über Nacht noch behalten. Das wäre natürlich schön gewesen. Ja. Andererseits fahren wir dafür jetzt hier auf der Elbchaussee. Genau. Und die Elbchaussee ist natürlich echt, also für jeden, da gibt es auch von mir einen Film über die Elbchaussee. Da habe ich ein kleines bisschen über die Elbchaussee. Guck mal, jetzt kann ich ja mal probieren, den Tempomat einzustellen. Ah ja. Mit Abstandshalter. Ja. Muss ich mal hier drauf, Cruise. Und so, auf 61 ist das jetzt eingestellt. Jetzt mache ich mal lieber Fuß auf die Bremse. Mhm. Bremste. Ja, und zwar ganz sanft. Ja, ganz sanft, sehr, macht sehr er schön, das macht er schön. Gut. Hält den Abstand, ja wunderbar. Und das ist ja beschleunigt. Ja, ich glaube, das ist dein nächstes Auto. Ja. Da kommt es nicht drum rum. Vielleicht mit einer, also wenn er wirklich eine 40er Batterie hat, dann hat er hier echte... Dann hat er wohl echte, ich sag mal so 300, 350 Kilometer. Ja, 300 Kilometer. Aber 300 ja. Kilometer und dann macht man Schnellladen, vielleicht sogar an einer 100er Säule, die kommen jetzt ja. Fast 400 Säulen werden ja in ganz Europa gebaut von denen. Stimmt, insbesondere an den Tankstellen, an den Autobahntankstellen. Ja, da gibt es schon viele. Ja. Also du kannst auch im App sehen, viele sind noch kostenfrei. Das werden sie aber schnell ändern. Ich war ja am Flughafen, da werde ich auch ein kleines Video drüber machen, über die Lademöglichkeiten am Hamburger Flughafen. Für Leute, die dorthin fahren, eine sehr interessante Sache. Und da gibt es auch Schnellladesäulen am Hamburger Flughafen. Das heißt, wenn man jemanden zum Flughafen bringt, dann kann man da sich hinstellen als Elektroautofahrer, kostenlos hinstellen, man muss nichts zahlen, muss bloß eine Parkscheibe reinlegen für eine Stunde und dann kann man da laden, kostenlos laden. Also ich meine, ich habe jetzt gerade gesehen, auch in YouTube, in der Schweiz wurde die erste 150 Kilowatt Schnellladestation eröffnet. Ah, sehr gut. Ja, das werden immer mehr und natürlich kann Fahrzeuge nicht alles, also selbst wenn man eine 500 Kilowatt Ladesäule hinmacht, kann nicht das Auto 500 Kilowatt damit laden. Das ist so ein bisschen natürlich durch das Lademanagement des Fahrzeugs dann auch begrenzt. Mein Tesla, das ist ein 75D, da hatte ich ja auch einen Film rausgebracht über das Laden und oder sogar schon mehrere. Und dort ist eben das so, dass ich maximal 100 Kilowatt kriege. Aber jetzt hier einmal für euch die schöne Elbe. Die Elbe. Und wenn ihr guckt, das ist ja jetzt... Wir machen das hier mal auf. Ich drücke mal die Kamera. Jetzt hier gucken. Erstmal ist das super Wetter natürlich draußen. Dann ist das so, dass wir haben hier jetzt Eisgang auf der Elbe. Das ist auch lange nicht mehr gewesen, dass wir Eisgang hatten. Meiste Zeit ist es so, dass ja, die Elbe frei ist. Nur seitdem die Kraftwerke abgeschaltet sind. Wir haben ja Krümmel abgeschaltet. Brunsbüttel hat ein bisschen Einfluss nur durch die Tide. Ja, ist einfach mehr Eisgang auf der Elbe. Aber große Eisbrecher brauchen wir hier trotzdem nicht. Dafür ist nicht lange genug die Kälte. Ja. Jetzt kommen wir hier an der Elbchaussee nach Teufelsbrück. Und Teufelsbrück heißt Teufelsbrück, weil hier eine Untiefe war, wo Schiffe aufgelaufen sind damals. Und dann hat man hier einen kleinen Teufel hingestellt, der stand immer im Busch. Allerdings wurde dieser Teufel mehrfach gestohlen, deswegen hat man jetzt einen großen Teufel dahingestellt, damit er nicht mehr gestohlen wird. Ja, hier hinten durch kann man schon sehen, da sind die ganzen Kräne vom Hafen. Zuck, die Kräne und man sieht hier die Windmühlen. Das heißt, auch hier in Hamburg hat man die Windmühlen aufgebaut. Und man sieht da die tolle Skyline von den... Der hat eine Notbremsfunktion. Ah ja, die Notbremsfunktion haben wir jetzt auch schon ausgehört. Genau, wenn man zu dicht rankommt, dann bremst er auch
selbstständig. Aber ja, du hast Kuh, sieht aus. Ja, man, hier ist der kleine Hafen. Jetzt kommen wir gleich zu, dem Teufelgänge. Das ist kein Teufelchen, sondern ein Teufel. Jetzt ist mittlerweile, da steht er. Der ist gewachsen. Der ist gewachsen, genau. Und der, unterhalb des Baums seht ihr, dort ist der Teufel von Teufelsbrück. Ja, und hier ist der Jenisch-Park, den wir hier gerade vorne sehen. Ein ganz toller Park, den die Familie Jenisch der Stadt zur Verfügung gestellt hat, damals. So, wenn wir jetzt hier kommen, Hamburg hat die meisten Konsulate in Deutschland. Hier ist zum Beispiel das chinesische Konsulat, sehr gut bewacht, man sieht die ganzen Kameras und ein sehr schönes Gebäude. Ja, also und das natürlich an der Elbchaussee oder an der Alster, dort sind die anderen Konsulate meistens platziert. Ja, und Holger erzählte gerade, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Handy Google Maps laufen lässt, dann kann man dieses Google Maps hier drin im Display anzeigen lassen. Das bedeutet, man kann auch dann über Google Maps navigieren oder einen anderen Navi dort nehmen, wenn man den lieber möchte, weil dieser Navi vielleicht nicht so hundertprozentig das macht, was man haben möchte. Das geht ja insbesondere um die möglichen Verkehrsbehinderungen, die ja über Google Maps dann natürlich viel, viel zeitnäher einen informieren, ob Stau ist oder eben nicht. Ja. Ja, das ist hier die absolute Prachtstraße von Hamburg mit sehr vielen kleinen Parks. Also wenn man hier nach Hamburg kommt, an der Elbchaussee gibt es super viele kleine Parks und dann eben den großen Jenisch-Park, wo man spazieren gehen kann. Man kann an der Elbe direkt lang gehen. Also schon eine tolle Sache. Also für jeden, der mal Hamburg besucht, die Elbchaussee sollte man sich angucken. Und es ist ja so, dass in Hamburg die meisten Millionäre in Deutschland leben. Leider gehören wir nicht dazu. aber gut, okay. Wir fahren auch einen schönen Hyundai jetzt. Also wir dürfen uns da nicht beschweren. Ja, und jetzt kommt man hier gleich zum Hafen weiterhin. Wir fahren also immer weiter Richtung Hafen rein. Und dann sieht man hier diese riesigen Kräne und die riesigen Schiffe. Und wenn man dort mal so eine Tour macht, so eine Schiffstour, ist das natürlich auch toll. Und wir kommen jetzt hier auch gleich an ein Gebäude vorbei. Dieses Gebäude hier. Hier wurde, das ist jetzt im Moment gerade, wird gerade renoviert. In dem Gebäude wurde die letzte deutsche Kaiserin geboren. Das heißt, dort ist richtig Geschichte geschrieben worden, wie in Hamburg an vielen Ecken und Enden. Wenn man zum Beispiel zur, wie heißt noch die Kirche mit dem Gold oben drin? Katharinenkirche, genau, die Katharinenkirche, da ist das Gold von Störtebeker drin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die kleingierigen Leute das damals da wirklich reingepackt haben oder das nicht vielleicht doch beiseite geschafft haben. Müssen wir nochmal jetzt auf Telefon. So. Wieso ist denn da Fax an? Das kann doch gar nicht sein. Ja, macht der Faxen. Alle Anrufe. Kann man vielleicht hier nochmal da drauf tippen? Anrufvorgang. Aha. Ist bloß der Richtige drauf. Auto aus Tesla, Sie sprechen mit Frau Ratzai. Was kann ich für Sie tun? Ja, mein Name ist Fenn. Schönen guten Tag. Hallo. Ich bin gerade noch bei der Probefahrt mit dem Hyundai Ioniq. Und ich stecke so ein bisschen im Stau und ich wollte mich nur entschuldigen. Eigentlich sollte ich um 17 Uhr das Fahrzeug abgeben. Wahrscheinlich komme ich irgendwie 30 Minuten später oder so. Okay, wissen wir Bescheid. Klasse, vielen Dank. Ne? Alles klar, danke. Tschüss. Tja, dann müsstest du gleich, wenn du dann ankommst, den erstmal bestellen. Ja. Ja, weil wenn er ein Jahr braucht. Ne? Aber gut, okay, vielleicht. Das Problem ist ja, vielleicht gibt es ja den. Jetzt muss er auf Sport gleich stellen. Genau. Muss auf Sport stellen. Mal hier. Genau. Jetzt machen wir den hier mal. Zack. Drive Mode. Ist er jetzt an? Sport. Hier, guck mal. Hier sind wir jetzt an den Landungsbrücken. Da kann man die Schiffe, kann man Schiffstouren von machen. Und kann man auch sehr schön essen gehen im Feuerschiff. Also zu empfehlen, hier das mal
ja, zu testen hier bei den Landungsbrücken. Oder was sagst du dazu, Holger? Ja, das kann ich empfehlen. Siehst du wohl, jetzt müssen wir mal gucken, ob wenn ich den auch aufklinke. So, und da kommt die Philharmonie, ja. So, jetzt müssen wir den hier erstmal wieder, der Vogel, der kippt immer. So, da ist die Elbphilharmonie. Ja. Hamburgs neues Wahrzeichen. Ja. Und, was muss ich dazu sagen? Wir gehen morgen Abend dorthin. Ja, ich habe das zum Geburtstagsgeschenk bekommen. Die bauen hier die Landungsbrücken komplett um, sodass also die ganzen alten Flaniermeilen werden ersetzt. Da kommen neue Geschäfte rein. Und ja, übrigens hier der Galego, das ist ein klasse portugiesisches Restaurant, wie das Portugiesenviertel hier überhaupt. Kann man super essen gehen. Ja, und dann hier eben die Philharmonie und die ganzen Schiffe. Man sieht, man kann jetzt leider hier nicht drüber gucken. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Aber es ist schon eine tolle Aussicht, wenn man dort ist und rausgeht. Ich habe auch gesagt, Mensch, ich würde gerne mal eben gucken. Ja, vielleicht ist es auch der Geschäftsführer, der sein Auto wieder haben will, weil er das so liebt. Ja, ach so, hier, da drauf. Und jetzt bin ich in Google Maps. Oh, wie bist du da hingekommen? Hier auf diesen musste man dann drücken. Ah, gut. Jetzt sind wir in Google Maps. Das ist ja auch klasse. Also das ist schon toll. Also die Kopplung, dass man da sein Handy und das ranbringen kann, das ist natürlich auch eine super Sache. Zusätzlich ist es so, jetzt ist mein Handy nun nicht induktionsladefähig. Aber dieses hier, das ist eine Induktionsladeschale, wo du nur das Handy reinlegst und dann wird es geladen. Jetzt rechts halten. Ah, das ist ja gut. So, und schaltet er jetzt automatisch auf Eco zurück oder hast du? Nee, hab ich gemacht. Ich will ja immer sparen. Man rast ja nicht mit einem Elektroauto, sondern man gleitet. Ja. Das stimmt. Und manchmal kommt man auch gar nicht voran, weil die vor einem nicht losfahren. Genau, weil die noch ein bisschen schlafen. So, und ja, wir nutzen das ja gleich, um hier ein kleines in Hamburg kennenzulernen. Hier sind wir jetzt in der Speicherstadt. Und beim Speicherstadt, da ist das Stage Entertainment. Da kann man, ist so ein kleines... Auf dem Heimweg herrscht weniger... Gibt es so, ja, kleine Theaterstückchen und sowas. Dann kommen wir als nächstes da drüben zur Modelleisenbahn. Da ist über mehrere Etagen ist eine super kleine Modelleisenbahn, Miniatureisenbahn. Das ist immer super besucht. Also man muss da schon sehen. Ich weiß gar nicht, ob man Karten vorbestellen kann. Kann man das? Weiß ich jetzt nicht so. Bei der Modelleisenbahn, ja. Kann man Karten vorbestellen. Und dann ist da der Dungeon. Das heißt, man kann auch sich gruseln lassen, wenn man möchte. Dann kann man erst vielleicht in die Modelleisenbahn und danach macht man ein bisschen Grusel, so ein klein bisschen Hamburger Geschichte auf die härtere Art erleben. Und hier sind die ganzen Speicher. Und 500 Metern. Die Speicher haben, also hier sind die meisten Orientteppiche der Welt gelagert. Das heißt, das ist das größte Lager für Orientteppiche der Welt. Ist auch als Weltkulturerbe. Ja, und auf jeden Fall, das ist schon ganz beeindruckend. Zusätzlich ist es so, man kann hier eine kleine Schiffstour mit den Barkassen haben, muss man aufpassen, dass man nicht mit den großen Schiffen fährt, sondern mit den kleinen. Und man muss an der Tide, weil je nachdem, wie hoch das Wasser ist, kann man nicht immer mit den Schiffen fahren. Also das auch. Dann haben wir hier das Schielehaus. Da drüben ist das Schielehaus. Das ist auch ein Wahrzeichen von Hamburg. Wie vieles andere. Hier an der Katharinenkirche bin ich jetzt so vorbeigegleist. Und dann links halten. Das habe ich leider bisher verpasst. Aber gut, macht auch nichts. Ja, ihr sollt ja auch noch was selbst euch angucken können. Könnt ihr uns auch filmen dabei? So, jetzt haben wir die Sitzlüftung mal angemacht. Mal sehen. In 500 Metern rechts halten. Doch, jetzt langsam. Ja, jetzt kommt, jetzt. Das ist so langsam. Oh, jetzt wird das mitmachen. Also jetzt wird man richtig hier schön kühl wird das. Ja. Also das ist ja echt, das ist ja super. Na, das dauert einen kurzen Augenblick. Ja. Da dachte ich noch, na, passiert ja gar nicht. Aber jetzt merkt man das. Ja. Und wenn das richtig warm draußen ist, ist das ganz bestimmt super angenehm. Ja, sonst klebt ja ein, das immer an den Sachen kleben am Körper, weil man schwitzt natürlich auch gerade in Ledersitzen. Ne?
Ja. Schneller. Oh ja, jetzt merke ich das richtig. Und jetzt kann man hier sehen, sobald man abbiegt, wird das in 3, geht das in 3D hinein. Also das ist ja auch super gemacht. Ja, das ist ja klasse. Wow. Der Streckenführung. Ja, und dann geht das, und danach geht das dann eben wieder zurück auf 2D. Das heißt, wenn man näher kommt, damit man besser sehen kann, wo man sich befindet. Ja. Jetzt kann man schauen, und wir haben jetzt im Moment hier 13,7 als Verbrauch, als Durchschnittsverbrauch. Weiß ich nicht, ob das über die gesamte Zeit ist. Verlauf gucken. Also das ist wirklich für die Strecke, die wir jetzt gefahren sind. Und wenn man 28 Kilowattstunden an Batterie hat und man hat, fährt ungefähr so in der Stadt hier, dann kommt man gute 200 Kilometer weit. Ja, das ist natürlich ganz gut. Und dann kann man, glaube ich, wenn ich jetzt... Und cool ist, dass man immer die Ladestation, wo die Ladestation gerade ist, angezeigt wird. Nun haben wir natürlich die Schnellladestation, die haben wir gefunden. So, und jetzt kann man hier sogar sehen, Fabi, wo er was verbraucht. Ah ja, da sieht man, Klimaanlage verbraucht im Moment gar nichts. Beim Fahrbetrieb sieht man die Kilowatts und die Elektronik verbraucht so einen halben Kilowatt. Lade-Handy, wenn das ein bisschen jetzt geladen wird oder verbunden ist. Ne? Ja, also das ist schon... Ja, und dann sagt er eben, naja gut, hier mit und ohne Klimaanlage, wie denn der Reichweitenunterschied wäre. Ja, gut, okay, aber wir sind Komfort gewöhnt. Ja. Wir wollen es nicht zu kalt haben. Obwohl im Moment ist in der Tat, ich habe nur den Heizer an. Ach, du hast nur den Heizer an? Ja, ich habe keine Klimaanlage an. Ach so. Und es ist trotzdem ja hier nicht kalt. Ja, wobei Klimaanlage meint er vielleicht die gesamte Klimatisierung des Autos, nicht nur die Kühlung des Autos. Ja. Also das ist schon ganz gut. Ja, so ist das. Gut, okay. Mal schauen. Was haben wir noch? Das ist der hier kann man den Reichweiten. Da sieht man den Reichweitenmodus. Den Radius sozusagen. Den Radius. Und zwar sieht man den ich glaube, der weitere, das ist der, wenn man jetzt in Sport geht, ist er grün. Und wenn man, wenn man ihn stärker fährt, dann kommt man eben nur mit nur 120 Kilometer und wenn man mit Eco fährt, kommt man 150 Kilometer weit. Und dann sind da wieder die Ladesäulen wohl angegeben. Und Ladesäulen, die dort in der Umgebung sind. Und wenn man jetzt guckt, wo man hinkommt, nach Kiel kann man zum Beispiel jetzt mal eben fahren. Also das ist gar kein Problem, mit dem Wagen mal zur Ostsee zu fahren, nach Kiel. Oder nach Grömitz zum Beispiel. Oder nach Grömitz. Wo ich ja gerne hinfahre. Genau, also das ist schon eine ganz schöne Sache. Tolle Sache, was man da alles sich so angucken kann. Gut. Verkehr. Keine aktuellen Verkehrsmitteilungen. Ist ja auch schön. Das ist ja entlang der Route jetzt. Jetzt haben wir Verkehr, keine Verbindung zum Online-Dienst. Verbindungsprozess starten. Ja. Ja. Achso, das sind wahrscheinlich Wi-Fi-Netze. Ja, ja, okay. Ja. Okay. Hier muss ich gleich aufpassen, weil ich glaube, auf dieser Bergedorf hat das auch immer mal... Auch ein Blitzer? Ein Blitzerchen hier, ja. Na, genau. Das ist ja ein ganz übles Stück, wenn die hier dann auch ihre Blitzer auch... Ich weiß gar nicht, ob die hier war oder ob die... Oh, siehst du, so, dann hast du hier wieder den... Wenn du dann wieder zurückgehst, hast du einen geteilten, dann hast du hier die Karte, kannst aber rechts auch wieder sehen, was du denn hörst gerade. Ja. Ja, das ist schon echt... Und das auch intuitiv gemacht. Also ich glaube, ein paar Mal tippen und dann weißt du auch immer genau gleich, wo muss ich eigentlich drauf drücken. Ja, auch wenn das Auto jetzt viele Knöpfe zur Verfügung stellt, ist es nicht so, dass man sagt, ja, man fusselt sich da tot, um das zu finden. Und das ist wirklich schnell, einfach zu finden, wie man dorthin kommt. Und toll finde ich eben, wenn man hier auf diese EV-Taste drauf geht und dann hat man hier schon die Ladestellen. Ne? Dann geht man drauf, zack. Und dann sagt er eine ganze Liste von Ladestellen, wo man hinfährt. Und wenn man drauf tippt, dann würde man dahin navigieren. Also das finde ich eine ganz tolle Sache. Das Einzige, was... Mal sehen, was macht der hier? Jetzt kannst du hier noch drauf tun. Name und Entfernung, okay. Ja, wollen wir mal... Wie macht man da Name? Mal sehen, was er bei Name macht.
ABC-Straße. Achso, das ist sortiert nach dem Namen. Das bedeutet, wenn man nach Namen, also nach einer Straße vielleicht sucht. Ja, genau. Dann sieht man auch, das sind jetzt hier 10 Kilometer, 87 Kilometer. Also da kommt man hin. Nach Entfernung sortiert ist natürlich sinnvoller, weil man dann in der Nähe das hat. Jetzt hat man hier noch so eine, was ist das? So eine, das ist die Liste. Kann man hier vielleicht... Einfach mal draufdrücken. Können wir ja machen. Da kann man Ziel festlegen. Punkt Informationen. Mhm. Jetzt kann man hier auf die Informationen gehen. Und dann kann man sehen, ach, was für ein Typ das genau, ist. Genau, da kann man den Typ sehen. Ah, das ist super. Ja, da, schnell. So, Art der Ladestation. So, jetzt muss man mal gucken, was ist das denn? Art der Ladestation, normal, schnell. Mhm. Das ist ein Domestic Plug, Mannekes. Typ 2. Typ 2. Ja. So, aha. Jetzt wäre, also super wäre natürlich noch, wenn man jetzt sagen könnte, ich suche eine Schnellladestelle. Ja, genau. Das wäre jetzt noch so, wenn man jetzt, ja. Das wäre sozusagen noch so ein i-Tüpfelchen. Ja, man möchte eine Schnellladestelle haben. Das ist natürlich gut. Jetzt gucken wir mal, was uns denn hier die Total anbietet. So eine alte Tankstelle. Vielleicht hat die ja eine Schnellladesäule. Die haben Mannekes Combo. Combo Schademo. Ja, die haben eine Schnelllade. Das ist eine Schnellladeeinrichtung, weil der Combo ist sozusagen der CCS. Ich glaube, das müsste der CCS denn sein. Der nennt sich Combo hier. Da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Und der Schademo ist natürlich für die Nissan sehr wichtig. Oder wenn man Tesla fährt und schnell laden möchte und nicht an einer Tesla-Schnelllade geht, dann ist natürlich so eine Schademo hier eine klasse Alternative. Um da ranzugehen, braucht man allerdings den Adapter, den ich sowieso 500 Metern also empfehlen würde. So eine, hier so ist jetzt der Blitzer. Hier ist der Blitzer. Da ist der Blitzer. Guck dir das an. So ein kleiner, miese, ganz unauffälliger, so, mieser Blitzer. Ja. Ja, das kann ich dir sagen. Apropos Carglass, da war ich doch bei Carglass wegen meiner Scheibe. Links abbiegen. Und da haben sie einen Steinschlag, hatte ich einen Steinschlag. Das hatte ich dann angemeldet bei der Versicherung. Sag, ja, ich habe einen Steinschlag da drin. Und sagt, nee, ja, wir können Ihnen eine Werkstatt empfehlen. Sag ich, nö, fahr mal nach Carglass, lass das reparieren. Jetzt links abbiegen. Na, und was machen die? Die sagen, ja, da an der Stelle, das ist der Fahrersichtfeld. Auch das ist ganz unten, ja, da ganz unten ist das. Aber nein, Fahrersichtfeld. Muss eine neue Scheibe rein. Und dann habe ich bei der Versicherung gesagt, ja, so groß ist der Steinschlag noch nicht, mache ich nicht. Nee, sagt sie, ich kann Ihnen nur sagen, Ihr Fahrzeug ist jetzt nicht mehr fahrtüchtig. Sag ich, natürlich super. Dann habe ich bei Tesla angerufen, habe jetzt einen Termin gemacht und fahre dann zum Tesla zum Scheibenwechsel. Werde ich auch mal etwas drüber berichten beim nächsten Mal. So, nun sind wir gleich bei unserem Ziel. Oh. Wir gingen ja schneller, als wir dachten. Jetzt ist es 20 nach 5. Ja, super. Also sind hervorragend durchgekommen, keinen Stau gehabt. Ja, das ist auch sehr angenehm zu fahren gewesen, von Verkehr her. Also es war wirklich gut. Und wir können jetzt so nochmal gucken, was der Verbrauch jetzt war. Verbrauch. Wo war der Eco-Fahrbetrieb da? So, 13,7. In 200 ist ja in Ordnung, Metern erreichen Sie Ihr Ziel. Das Ziel befindet das sich rechts. Achso, das ist jetzt insgesamt, da hatten wir schon mal drauf getippt. Na gut. Okay, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir werden jetzt das Auto erstmal gleich zurückgeben. Wir können jetzt hier noch einmal gucken. Das ist der Hyundai-Händler, um das mal zu sagen. Der Autohaus Pessler. Autohaus Pessler. Und die haben uns freundlicherweise Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Auto zur Verfügung gestellt. Ja, super. Und da kann man sehen, da ist noch einer. Ja. Wow. In Schwarz. In Schwarz. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist schick. In Schwarz sieht er ja auch gut aus. Ja, und dann haben sie einen Benziner daneben gestellt, dass wir nicht laden können. Aber, ja, aber da ist ein bisschen eng, da parke ich jetzt lieber nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir fahren jetzt den Wagen hier hinten hin und dann kann der Wagen hier sozusagen abgestellt werden. Ach, da genau. Am besten neben meinem Auto. Ach, neben deinem Auto. Ja, neben dem Auto, neben den kleinen Flitzer da vorne. Der Mini Cooper S. Das war's mit dem Test vom Hyundai Ioniq. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein tolles Auto, was wirklich absolut praxistauglich ist und mit dem eine normale Familie
ohne Probleme auch ihre Urlaube bestreiten kann. Die Ladegeschwindigkeit ist extrem schnell bei Schnellladern durch die kleine Batterie und durch den hohen Ladestrom, die das Fahrzeug aufnehmen kann. Die Größe ist auch ausreichend, damit man genügend Gepäck mitbekommt, und er ist sehr praktisch durch das Umklappen des Autos bei den Rücksitzbänken. Falls ihr euch als Ioniq einen Tesla kaufen wollt, habe ich hier wieder eingeblendet meinen Weiterempfehlungslink. Ich hoffe, wenn das euch gefallen hat, dass ihr mich abonniert. Und ansonsten Daumen ab und Kommentare antworte ich eben, wie ich es schaffe und sobald sie zu beantworten sind. Lob freue ich mich immer drüber, Kritik nehme ich hin und versuche das zu beherzigen, wenn ich das irgendwie verbessern kann. Und ansonsten akzeptiere ich natürlich, wenn euch etwas nicht gefallen hat. Going now.